Ja, schön, dass doch einige da sind. Ich tue jetzt einfach mal ganz spontan noch was einwerfen. Ich weiß nicht, ich war jetzt die Woche nicht da, habe viele von euch nicht gesehen und freue mich erstmal, dass viele wieder da sind. Hatte aber auch die Möglichkeit, abends mal wieder ein bisschen zu schauen im Internet, was passiert denn so in der Welt. Und ich finde, dass wichtig ist, dass wir das nicht untergehen lassen, warum das hier eigentlich auch mal gestartet hat, die Ukraine-Krise. Kann man, glaube ich, nicht oft genug irgendwie wiederholen. Die lassen ja nicht nach, das eskaliert immer weiter. Und ich habe da heute oder gestern was gepostet, ich weiß nicht, wer es gelesen hat. Ich habe gestern oder vorgestern Ausgabe vom Spiegel Geschichte in die Hand gekriegt von 2013. Da war die Überschrift halt der Erste Weltkrieg 2014 bis 2018, Europa versinkt im Inferno. Mir ist dort ein Satz direkt ins Auge gefallen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß, der dort interviewt wurde. Den Originalwortlaut kriege ich jetzt vielleicht nicht hin. Aber es ging darum, dass alle es gesehen haben, dass alle die Möglichkeit hatten einzugreifen damals und keiner hat es getan. Und wisst ihr was? Da fühle ich mich sehr an die jetzige Situation erinnert. Ja? Also es hat sich nichts geändert und deswegen finde ich es wichtig nach wie vor, dass Menschen, die hier auf die Straße gehen, einfach den Mund aufmachen und sagen, das kann doch nicht sein, wir wollen keinen Krieg. Ich weiß nicht, wer von euch will Krieg? Darum geht's. Ja? Gerade wir Deutsche, will ich auch nochmal sagen, der eine oder andere hat ja vielleicht von der Jutta Ditfurth nach wie vor gehört, dass wir ja alles, wir sind alles Neurechte, wir sind alles Antisemiten hier. Wir sind hier die Nazis. Deswegen darf man nicht auf die Mahnwache gehen, darf die nicht unterstützen. Wir sind ja die Querfront. Da frage ich mich bei solchen Aussagen immer mehr, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht merkt, ich muss mich da echt ein bisschen zurückhalten. Ich weiß nicht, ob ich mich aufregen soll oder ob ich nur noch lachen soll darüber. Gerade wenn wir hier in Deutschland doch die Verantwortung haben, dass niemals mehr Nazis und Antifaschisten irgendwo an die Macht kommen wollen, wieso unterstützt unsere Regierung dann Antifaschisten, Faschisten und Nazis in der Ukraine? Kann doch nicht sein. Leute, werdet mal wach. Wir werden verarscht von vorne bis hinten. Ein schönes weiteres Beispiel, auch das nochmal, also, ne, weiß ich nicht, viele haben ja auch ein Problem damit, dass wir hier in der Mahnwache jetzt nicht die eine Ausrichtung haben, wo wir sagen, es geht jetzt um den einen Punkt und da können wir uns jetzt alle hinten dran stellen. Oder irgendeiner steht halt vorne, der uns jetzt erzählt, wie es geht. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber es sind halt so viele übergreifende Themen. Jetzt läuft da gerade schon wieder Fußball, auch da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Ich will keinem den Spaß am Spiel nehmen, aber doch bitte nicht auf Kosten von Menschenleben. Wie es passiert ist. Ja. Und auch hier nochmal, was passiert, während die Menschen damit beschäftigt sind. Die meisten sind ja sowieso mit dem Überlebenskampf beschäftigt. Ich weiß nicht mehr, was die Menschen alle so verteidigen. Was für ein Leben verteidigt ihr denn hier? Ich sehe die Menschen nicht fröhlich und lachend durch die Gegend laufen. Ich sehe die meisten traurig, frustriert, manche kurz vom Existenzminimum am Kämpfen, dass sie irgendwie noch rumkommen. Die Zeiten sind rum, dass man irgendwie einen Job macht, eine Ausbildung, macht das die nächsten 40, 50 Jahre und kann damit eine Familie ernähren. Wer dann auch glaubt, der ist ein Träumer. Entschuldigung. Das ist Utopie. Die Zeiten sind rum. Und noch dazu werden dann solche Events wie die WM genutzt, um, keine Ahnung, dass die Menschen mal einmal noch mal Emotionen rauslassen können. Da dürfen sie auch mal die Flagge zeigen, ja, dann sind auch Verkehrsregeln, egal, ob man dann offenen Kofferraum hupend durch die Straßen fährt. Egal, dürfen die Menschen alle machen in der Zeit. Und während dieser Zeit werden dann solche Gesetze wie Fracking umgesetzt. Ich glaube, darüber kommt auch noch ein Vortrag. Fracking, unkonventionelle Erdgasgewinnung. Man kann auch nennen, einfach die Vergiftung unseres Trinkwassers und unserer Luft. Ja, auf Kosten letztendlich wieder von uns. So. Es bringt aber halt auch nichts, wenn wir immer nur da sitzen und mit dem Finger drauf zeigen, sagen, das läuft schlecht, das läuft schlecht. Also ich zumindest bin hier und da freue ich mich, dass ich immer mehr Menschen treffe, wo wir uns da unterhalten, was können wir denn für Lösungen angehen.
hier vermissen viele ganz klare politische Forderungen. Ich kann euch sagen, warum ich kann nur für mich reden, keine politischen Forderungen stelle, weil ich den Glauben aufgegeben habe, dass die Politiker ihre Denkstrukturen ändern. Die haben doch die Probleme nicht, die wir haben. Die machen 3-4 Jahre ihr Amt, dann sitzen sie in irgendeinem Vorstandsposten und bekommen 5, 6, 7, 8.000 Euro plus die Renten, die wir ihnen bezahlen, scheißegal, was sie gemacht haben. Die wird es nicht interessieren. Wir Menschen müssen irgendwie wieder zusammenkommen und im Kleinen anfangen, die Welt, die wir so uns wünschen, zu leben. Und das erlebe ich hier gerade in Saarbrücken. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar euch allen. So, genug geschwätzt, machen wir ein bisschen Musik. Da muss man einer gerade bitte das Mikro...